Was geht ab, meine Freunde? YD wieder am Start und wir spielen heute eine weitere Runde Project Slayers. Wir sind im dritten Teil unserer Beginners Guide sozusagen und wir können jetzt schnell reisen, coolerweise. Das heißt, ich muss jetzt nicht ewig weit durch die Gegend rennen, um wieder in das Dorf zu kommen. Hier ist die Meditationsstelle. So, müssen wir den anquatschen. This training is currently on a cooldown? Why? Achso, da sitzt schon einer. Dann beginne ich hier. Okay, ich muss... What? Ich muss kommen... Okay. Okay, okay, okay. Puh. Okay. Dann fangen wir an. Kann ich hier? Wie lange muss ich denn cooldown? Also... Wieso? Why? Nein! Ich möchte... Wieso ist es auf dem Cooldown? Wie lange denn? Wie lange ist es auf dem Cooldown? Jetzt kann ich C, F, L, S, X, T. Das war's? Oder war es falsch? Oh Gott, im Himmel, es war wahrscheinlich falsch! Nee! Pingu möchte mich in... Ja, nehme ich an. Okay, okay. Ich kann gerade nicht trainieren. Ich bin einfach zu blöd. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So. Ciao. Es ist halt wirklich... Ich muss halt hingucken. Ich kann halt nicht so schnell. So. Wir versuchen es jetzt 200 Mal und irgendwann wird es klappen. Ich hoffe es zumindest. So. Hä? Hier muss ich jetzt nur mit der Maus... tippen? Das ist ja easier. Oder auch nicht. Oder auch nicht. I hate it. Also wenn ich hier mache, hier kann ich nur... Das sind aber Push-Ups, ne? Das ist auch echt. Why? Wieso? Achso. Jetzt geht's los. Und los. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Warte die Runde ab. Warte die Runde ab. Ich weiß gar nicht, muss ich das füllen? Muss ich das schaffen? Was genau muss ich hier tun? Es wird ja nicht erklärt. Ich muss nur im richtigen Moment klicken und ich weiß nicht, ob ich das eine bestimmte Zeit lang aushalten muss oder ob ich die Leiste füllen muss. Wahrscheinlich muss ich die Leiste füllen. Aber das dauert ja dann ewig. Dann muss ich ja jedes Treffen immer und immer wieder direkt im ersten Versuch. Okay. Ich versuche wirklich mein Bestes, aber ich scheine nicht gut genug zu sein für dieses Training. Ich gebe mein Bestes, aber ich bin kacke. Wir sehen es hier. Es dauert ewig. Es ist eine Trainingssession, die für immer dauern wird. Schaltet nicht ab. Bleibt mit mir hier. Lasst ein Like und ein Abo-Button da, damit ihr nichts weiteres verpasst. Vor allen Dingen nicht so coole Trainingseinheiten wie diese hier, die mich komplett an mein psychisches Ende gerade bringt. Warum zum Teufel sind die dann immer so weit weg? Guckt euch das an. Das ist doch ärgerlich. Habe ich den getroffen? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin aber schon mal im grünen Bereich. Okay. Jetzt darf ich nur nicht nochmal verkacken. Hart verkacken zumindest nicht. Yes, geschafft. Oh mein Gott. Das hat Jahre gedauert. Puh. So. Junge, Junge, Junge. Okay. Jetzt muss ich wahrscheinlich... Ich muss wieder zurück zum alten Mann. Ich muss zurück zum alten Mann. Wo ist der Pferdetyp? Wo ist er? Erstmal muss ich es freischalten. Wartet. Slasher, Dämon, gefährlich. Schmetterling. Was kommt jetzt? Ich muss wieder zum alten Mann. Das ist aber, glaube ich, Ubayashi, ne? Ich werde auf keinen Fall dahin laufen, das ist mir zu weit weg. Wo ist er? Zeigt es mir. Wo ist der Pferdeheini? Show me the Pferdeheini. Genau, lauf vor, zeig es mir. Alter, du siehst super cool aus, ich möchte auch so aussehen. Bitte. Ja,
Da ist der Pferdeheini. Wir können schnell dahin. Da, ja. Oh, Gott sei Dank, ich muss nicht laufen. Das ist so cool. Sind wir hier richtig? Ja, ich glaube, da muss ich hier hoch, ne? Ist das hier? Ist das hier? Ich bin mir nicht sicher. Es ist dunkel. Und ich sehe absolut nichts. Ich bin... In der Dunkelheit sehe ich sehr wenig. Sagen wir es so. Ich glaube aber, dass es hier rum oder so. Ach, ich bin runtergefallen. Ich bin leider runtergefallen. Ist das hier nicht? Mann, ich weiß nicht, wo wir sind. Ihr müsst mir helfen. Wo ist der alte Mann? Wo ist er? Ich glaube, wir sind falsch. Möglich. Aber normalerweise müsste das doch der sein. Der heißt der nicht Uwe Bayashi? Uwe. Ich nenne ihn Uwe. Ist Uwe. Unser Uwe. Der Uwe, der will uns helfen. Bacon hat sich jetzt auch verabschiedet schon. Mittlerweile sind wir mit Pingu und Schattenwolf unterwegs. Mal gucken. Ich glaube, Pingu weiß auch ganz gut, wo wir hin müssen. Ganz gut heißt nicht so gut wie Bacon, aber auch schon ziemlich gut. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich wirklich nicht. Ich halte mich hier an das Licht. Laufe dem Licht hinterher. Er ist das Licht. Wir sind Dunkelheit. Obwohl wir selber Slayer werden. Müssten wir eigentlich... wir halten uns mal dran. Aber wir werden es dann gleich sehen. Wieso bist du eigentlich die ganze Zeit in Combat? Und warum bist du so schnell? Und warum weiß ich immer... Warum ist überhaupt die Quest weg? Also normalerweise müsste doch zumindest die Quest zu sehen sein, oder? Ich sehe halt überhaupt nirgendwo mehr den alten Mann. Ich weiß nicht. Wo sind wir hier? Wir machen kurz einen Zwischenstopp. Okay. Okay. Entführ mich nicht. Bitte entführ mich nicht. Ah, das ist wahrscheinlich ein Boss. Ich knippel mal mit auf ihn ein. Ich werde nicht viel machen, aber ich kann es zumindest versuchen. Zack, zack. Uff, uff, uff. Okay. Alles klar. Sabito. Mach mich nicht fertig. Mach mich nicht schwach hier. Sabito hat 900... Autschi. Aber der macht nicht so viel Damage, ne? Aber der hat einen geilen Fighting-Style. Das muss man ihm lassen. 14 Damage ist jetzt nicht unnormal viel. Warum greift er eigentlich die ganze Zeit mich an? Was hat er gegen mich? Das ist eine gute Frage. Ich habe ihm nichts getan. Zumindest wüsste ich nicht, was ich ihm getan habe. Außer ihm ein bisschen mit dem Schwert reinzuhauen. Das ist der Falsche. Man kann sogar sehen, wie viel Damage man gemacht hat. Ne? Black Wolf 31%, 37%. Ich habe 5% Damage gemacht. Ja, ist jetzt nicht so viel. Ist jetzt nicht besonders viel. H-S-V-T. T-C-H-P-R-R-P-V-U. Und hab's verkackt. Aber ich habe mein Schwert gelevelt. Was ist das? Kann ich das nehmen? Gesundheitselixier. Ist aber von Black Wolf. Ich hab nichts. Meine Chest ist leer. Dauert kurz. Ja, warten wir. Wir warten. Wir haben Zeit. Ne? Jetzt können wir hier ein bisschen gucken. Endlich ist es wieder hell. Ich glaube, da sind die Brücken. Ich weiß wieder, wo ich bin. Weiß ich doch nicht. Alter, wie du atmest. Du atmest ziemlich gut. Ich glaube, du atmest gut. Nein, ich weiß, was er meint. Der meint seine Attacken. Ich weiß, bei Demon Slayer ist es ja so, dass die Attacken die Atmung sind. Aber ich denke mal, du atmest ziemlich gut. Flachatmung vielleicht. Ich hoffe nicht. Wenn man flach atmet, dann hat man zu wenig Sauerstoff. Deswegen guck lieber, dass du gute, tiefe Atemzüge nimmst. Das ist ein bisschen besser. Aber wenn da Flamme rauskommt aus deiner Atmung, das ist nicht so gut. Ich kann es dir sagen. Wenn Flammen aus deiner Atmung rauskommt oder aus deinen Atemwegen, das ist tendenziell eher schlecht. Das kann ich dir sagen. Außer du bist Feuerspeier oder ein Drache, dann ist es was anderes. Aber ansonsten, atemtechnisch solltest du vielleicht keine Flammen atmen. Blitze auch nicht. Davon ab. Wenn Wasser in der Atmung drin ist, dann könnte es sein, dass du erstickst.
auch tendenziell eher schlecht. Aber du wirst es schaffen. Ich glaube an dich. Du hast sicher eine gute Atmung. So, jetzt nehmen wir die Quest hier wieder an. Ich hoffe, dass das jetzt so gut wie möglich fertig ist. Und jetzt? Alright, since that's out of the way. Trägne deinen Körper. Nein, jetzt muss ich die Sit-Ups machen. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video. Bis dann und ciao.